So, das war eine sehr schöne Runde mit euch. Ich würde sagen, wir trinken mal einen roten Liebgeil. Auch jeder hat zwei. Wie hat es euch gefallen, so ohne Publikum? Gut, wie war es für dich? Es war intimer. Es war halt, als würden wir uns einfach so mal treffen. Es war, als hätten wir uns in der, vielleicht sollten wir uns einfach so mal treffen. Ich glaube, wir haben noch einiges zu besprechen. Ich hab, glaub, oder? Wir hätten auch noch einige Themen, die wir besprechen Wir hätten noch einige Themen. Okay, ich wäre dabei. Ja, geil. Das machen wir. Zum Wohl auf die Liebe. Auf die Liebe ist gut. Eine Frage. Ich kann nicht exen. Welche Begriffe, jeder drei Begriffe zum Thema Beziehung? Der schmeckt köstlich. Du bist ja hier. Auf ich weiß nicht, was ist das für ein Tempo hier? Was ist denn mit dir los? Ich kann nicht exen. Nochmal die Frage, Entschuldigung. Drei Begriffe zum Thema Liebe oder Beziehung. Oh Gott, mir fällt da gar nichts ein. Was fällt dir denn zu Liebe? Offenheit. Ehrlichkeit. Respekt. Toleranz. Sex, Knutschen. Knutschen. Sex und Zärtlichkeit. Balzen. Ja, Kurze trinken. Okay, vielen Dank, dass ihr da wart. Michael, vielleicht hast du als Autor noch einen Tipp. Was soll man jetzt lesen, wenn man zu Hause ist? Du als einziger Single in der Runde, sag doch mal, was ist dein Tipp? Tja, aussätzlich. Was ist dein Tipp? Nee, also ich kann eigentlich nur von mir ausgehen. Und da sollte, also ich stehe halt total auf Dostojewski und ich glaube, wenn man jetzt wirklich ein bisschen länger allein sein ist, sozusagen in der Quarantäne, dann einfach Dostojewski-Romane lesen. Das ist oder die schönen Bücher von Michael Nass. Und gucken Sie die Sendung, hören Sie unsere Podcasts. Es gibt viel Schönes auch zu Hause. Bleiben Sie tapfer.